ich begrüße euch zum 21. Recklinghausen Südsempler. Es ist Sonntagmorgen, 10:45. Ich bin noch zauselig, aber hier fahren nicht ganz so viele Autos jetzt lang. Ich bin an der Autobahnbrücke neben Markant und hier sind auf jeden Fall ein paar Graffitis. Die filme ich jetzt mit den Autogeräuschen selbstverständlich, die jetzt nun mal dazugehören. 21. Sampler Recklinghausen Süd. Ja, ich werde jetzt nicht viel sagen, weil das sehr laut werden wird. Aber ich glaube, das ist noch eine von den Uhrzeiten auf den Sonntag, wo hier weniger los ist als sonst. OBR-Tag. So. Da ist ein altes PKDR, gucken wir uns gleich an. AB mit WM-Tag. Ein C. Rise oder Rise 5. Wartet. CSZ. CSZ, Leute. Dann Tags. Shop DBS. Sie 2001 steht da. Hello. Jetzt sind gerade keine Autos. Ich mache was, was man nicht machen darf. Eigentlich, ich gehe die Abkürzung. Ja. Ja, ich muss drumherum, ich habe keinen Bock, da jetzt rumzuklettern. Aber es ist die Abkürzung. Ach so, ein riesiges SG. Fast verpasst. Dann Otis Tech. Fällt mir ein, da ist ja auch noch eine Wand. Vielleicht ist da ja was, dass ich das gerade nicht auf Kette kriege. Nee, nee. Alles klar. Ja, oben ist natürlich zu, ist aber Autobahn. So. Nicht angefahren werde. So. Gehen wir jetzt einmal hier noch schnell schauen. Ja, bei der Autobahnbrücke müsste man auf der anderen Seite sein. Das ist somit das Neueste, glaube ich, das Resu. Mit das Neueste. Dann riesiges K.O.-Bombing. Das ist aber, denke ich, schon älter. Mit 3D-Schatten in Schwarz. Ein UVS. So. Dann das PKDR. Da muss ich sagen, ich fand die sehr künstlerisch früher. Die haben auch manchmal die Buchstaben mit so Pyramiden und so gemacht. Gefällt mir gut, auch wenn es schon nicht mehr da ist. Dann kann man das jetzt hier so besser sehen. Dann ist hier ein AB-Tag mit WM drin. WM ist Weird Monkeys, AB weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das Zusammenarbeit war oder ein Gruß. Was ist hier noch? Ja, ein Sack und ein Antifa-Aufkleber. So sieht's hier aus. Sorry. Magensäureprobleme. Hier vielleicht eine Art Outro für den 21. Südsempler. M-A-T-E. Ja, manche regen sich über die Dinge auf, weil dann halt Tags sind, Bilder, geile Pieces, Anfangspieces. Ich finde aber witzig, dass hier jetzt halt so eine riesige Dokumentation entstanden ist und man zu einigen Sprühern so die ersten Sachen sieht, die gerade anfangen oder die vor ein paar Jahren waren. Dann sieht man anhand von jemandem wie Rams zum Beispiel, der viel in Süd war, siehst du in den Samplern Ausschnitte als plus minus 15, 20 Jahren schaffen. Das ist schon ganz geil. Wenn auch nicht alle immer separat sind, sondern in den einzelnen 21 Samplern. Und das finde ich gut. Also wer es nicht mag, tut mir halt leid so. Aber ich finde diesen Charakter von alles mitnehmen. Es gibt natürlich auch Sachen, die ich gar nicht filme, weil das dann halt auch zu unsinnig wäre.
Nur bei manchen Sachen, so wie das Wildschwein von Rams auf diesem Wasserspeicher oder weiß der Geier da bei König Ludwig, ist doch zum Beispiel total geil und es ist uralt. Oder wo ich am Kanal war und da ist von Rams dieses Mädchen in Chrom oder in Weiß-Schwarz auch mega geil und das ist jetzt zum Beispiel nur 6 oder 7 Jahre alt und das Wildschwein ist um die 9 Jahre alt. Jetzt am Künstler Rams. Und bei vielen anderen Sachen, Olaf Pieces oder Uzi, der jetzt auch schon seit einigen Jahren aktiv ist, oder zum Beispiel Rex, keine Ahnung, so von den Recklinghäuser Künstlern, die tauchen ja auch immer wieder woanders auf. Zum Beispiel bei Spotbesuchen rund um Herten oder woanders. Dann gibt es einen Typen, den habe ich noch nicht gefilmt, aber der ist krass. FYK, Feig. Als ich nach Polen gefahren bin, kam mir das vor, als ob ich den bis Berlin gesehen hätte. Und dann ein paar Wochen später bin ich nach Aachen gefahren, als ob der bis fast vor Aachen gewesen wäre. Aber ich habe ihn noch nicht viel gefilmt, aber ich habe ihn so krass viel gesehen und so weite Kilometer. Jetzt habe ich letztens meine Mutter am Flughafen abgeholt in Dortmund und ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall in Dortmund viele Feigdinger. Ob direkt am Flughafen oder nicht weit vom Flughafen, weiß ich nicht mehr, weil da war so viel und Baustelle auch noch. Aber da waren auch krass viele Pieces und dieser Feig-Typ oder Frau, boah, der ist viel unterwegs, auch wenn ich den noch nicht gefilmt habe. In Recklinghausen Nord gibt es auf jeden Fall ein paar Sachen, die wollte ich mitnehmen. Der hat so sehr gleichmäßige Buchstaben, aber egal, wartet ab. Zwei, drei Feigs werde ich wohl hinkriegen, wenn der bis fast Aachen Wände gemalt hat. Alles klar, Mate, 21. Sampler Recklinghausen Süd.